Also ich bin raus. Ich mach's nicht nochmal. Also. Das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen, wie es sich lohnen kann für jemanden, eine Viertliga-Mannschaft zu sponsoren und da halt wirklich viel Geld reinzuschieben im Vergleich zu wirklich Hochleistungssportlern, die bei Olympia teilnehmen. Wir haben Untersuchungen in der Sporthochschule Köln, dass Athleten von uns gefördert werden im Schnitt von 626 Euro netto leben bei einer 60-Stunden-Woche. Die Bevölkerung glaubt im Übrigen ganz andere Zahlen, die gehen eher von mehreren 1.000, 8.000 Euro im Schnitt aus. Ohne meine Eltern wäre es gar nicht möglich gewesen. Also die mussten am Anfang wirklich mich mitfinanzieren. Also wenn man mit Athleten spricht, treten einem vielleicht sogar die Tränen in die Augen. Gold, Silber, Bronze sind halt die Währungen, in der Erfolge zum großen Teil abgerechnet werden. Medaillen kann man nicht kaufen. Das ist auch gut so. Letztes Trainingslager vor der Weltmeisterschaft für Erik Joannesen und den Deutschlandachter. Sie sind Olympiasieger, Weltmeister. Doch kaufen können sie sich für diese Titel wenig. Obwohl jährlich 270 Millionen Euro Steuergelder in die Sportförderung gehen, verdienen die meisten weniger als Mindestlohn. Viele müssen sich entscheiden. Spitzensport oder Karriere. Im Deutschlandachter, dem Vorzeigeboot, sind alle staatlich gefördert. Sie sind Soldaten, Polizisten oder haben private Sponsoren. Zusammen mit 4000 weiteren Topathleten werden sie von der Deutschen Sporthilfe gefördert. Für den Olympiasieg gibt es 15.000 Euro. In anderen Ländern eine Berufsgarantie oder sogar eine lebenslange Rente. Viele Zuschauer denken, Spitzensportler gleich Spitzengehalt. Ein Irrtum. Diese Faszination, 8 Leute so perfekt aufeinander abzustimmen, diese Harmonie, die dann wirklich im Boot herrscht und ja, diese Eleganz, die das Boot dann auch wirklich, wenn man es perfekt aufeinander abgestimmt hat, ausstrahlt, glaube ich, fasziniert sehr, sehr viele Leute und ist auch ein Grund, warum ja, so viele Leute sich für die Rennen dann auch, wenn man London anguckt, begeistern können. Dieses Wir-Gefühl bezahlt der Staat. Ich finde, es gibt wenig Ereignisse, wenig Möglichkeiten für kollektive Erlebnisse eines Volkes. Der Sport ist ein solches Ereignis, dass sich alle versammeln hinter der Fahne, hinter einem Gemeinschaftsgefühl, dass sie Freud und Leid auch eines Spitzensportlers miterleben. Einfach ausgedrückt könnte ich sagen, wenn die Nationalhymne gespielt wird und die Fahne gehisst wird, ist das auch gut für Deutschland, nicht nur für den Sportler. Doch immer weniger Talente sind bereit, für den Sport alles andere zu vernachlässigen, weil sie einfach nicht wissen, wovon sie später leben sollen. Lena Schöneborn ist Olympiasiegerin im modernen Fünfkampf. Eine Sportart, in der keiner Geld verdienen kann. Sie ist teuer und dazu extrem aufwendig. Noch kann sie sich jeden Tag neu motivieren. Es ist eine Frage der Perspektive. Auf der einen Seite ist es eine Belastung, klar, aber wenn ich es jeden Tag als Belastung betrachten würde, dann müsste ich überlegen, ob es das Richtige ist und dann müsste ich es vielleicht einstellen. Ich sehe schon in zahlreichen Sportarten die Konstellation, dass es für Sportlerinnen und Sportler immer schwerer fällt, den notwendigen Aufwand zu betreiben, um international erfolgreich zu sein, wenn dann nicht eine vernünftige Form der Begleitung, das muss nicht immer Geld sein, gegeben ist. Das Training von Lena Schöneborn ist ein Vollzeitjob. Ein Tag hat er schon mal 14 Stunden, weil sie nebenbei auch noch halbtags arbeitet. Und das muss sie auch, denn durch Förderer und Sponsoren kommen nur rund 1.000 Euro zusammen.
Ja, in der Regel geht es bei uns von 7:30 morgens, da sind wir dann oft am Stall zum Reiten beispielsweise, dann über die anderen Disziplinen, also 4 Disziplinen sind es eigentlich jeden Tag, bis zum Abend. Dazwischen bin ich im Büro und so gegen 9:30 komme ich dann wieder nach Hause. Also es ist immer eine Frage des Zeitmanagements, glaube ich. Wenn Sie 2 Trainingseinheiten beispielsweise am Tag haben oder sagen wir mal 10 Trainingseinheiten in der Woche, da bleibt nicht mehr sehr viel Zeit für berufliche Bildung beziehungsweise für das Studium. Und da muss man sagen, das ist eine extrem miserable Situation. Markus Deibler ist die norddeutsche Olympiahoffnung für Rio 2016 gewesen. Zusammen mit Bruder Steffen trainiert er seit seiner Kindheit. Bis zu 15 Kilometer täglich schwimmt er im Olympiastützpunkt in Hamburg. Musik. 2015 wird Markus Deibler Hamburger Sportler des Jahres. Im vergangenen Winter erstmals Weltmeister auf der Kurzbahn und das sogar mit Weltrekord. Perfekte Voraussetzungen für Rio. Doch dann schmeißt er alles hin. Sommer, Sonne, weißer Sand. Die Copacabana, Karibik oder die Seychellen kennen viele nur aus dem Urlaub. Beachvolleyball-Profis spielen das ganze Jahr an den schönsten Stränden dieser Welt. Ich glaube, das Leben, was wir gerade führen, ist größtenteils wirklich schön. Wir sind viel unterwegs, viel an Stränden, viel in der Sonne, lieben es, aber es steckt auf jeden Fall viel, viel Arbeit dahinter. Im Beachvolleyball gibt es zwar hohe Preisgelder und einige Sponsoren, doch der Aufwand ist immens. Wer über das gesamte Jahr Turniere auf der ganzen Welt spielen will, um Weltcup-Punkte zu sammeln, der hat auch hohe Kosten. Einnahmen von 20.000 Euro sind keine Seltenheit. Ausgaben von 18.000 allerdings auch nicht. Das Risiko tragen die Sportler selbst. Ohne meine Eltern wäre es gar nicht möglich gewesen. Also die mussten am Anfang wirklich mich mitfinanzieren, die Reisen mitfinanzieren. Es war zum Beispiel früher so, also vor Jahren war es so, dass wir nach Brasilien am Ende des Jahres geflogen sind. Und da war halt schon das Geld fast aufgebraucht. Und man spielt halt noch Country Cutter, das ist quasi die Runde vor dem Turnier. Wenn man da rausfliegt, kriegt man keine Punkte, kein Geld, gar nichts und gibt, weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro aus. Die Deutsche Sporthilfe fördert daher schon früh eine duale Karriere. Insgesamt schüttet sie 14 Millionen Euro aus. Wenn wir den Athleten nicht dieses Angebot machen, wir auch viele im Alter von 17, 18 verlieren werden, die sich dann zu Recht sagen, da ist mir das Risikoleistungssport für meine langfristige Karriereplanung zu groß. Deshalb legen wir da besonderen Wert drauf. Wobei man auch immer sagen muss, jeder Leistungssportler, jede Leistungssportlerin muss diese Verantwortung natürlich am Ende auch selbst für sich tragen. Erik Jornesen trägt die Verantwortung bewusst. Er hat alles gewonnen, was man im Rudern gewinnen kann. Nur, der Olympiasieger steht finanziell besser da als andere. Auch, weil er verstanden hat, sich zu vermarkten. Hält zum Beispiel Vorträge bei großen Unternehmen. Erik Jornesen. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Olympiasieg schon der Einstieg in dem Ganzen ist. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass es die Erfolge sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber dann muss man sich natürlich trotzdem schon auch präsentieren können als Athlet und verkaufen können. Der Deutschlandachter! Ja! Rudern, eine traditionsreiche und elitäre britische Sportart. Zu den noblen Regatten kommt nicht selten einer der Royals vorbei. Hohe Eintrittspreise, großer Umsatz. Ist Rudern also eine Sportart, in der viel Geld steckt? Nee, das überhaupt nicht. Ich bin Student, bereite natürlich neben parallel zu meinem Sport auch meine berufliche Zukunft vor. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ich bin zurzeit, glaube ich, sehr gut finanziell, sehr gut aufgestellt für den jeweiligen Zeitraum. Aber es ist nicht so, dass ich da nach dem Sport in
irgendeiner Hinsicht ausgesorgt habe. Auch für viele Bootsklassen, jetzt, wenn man den Achter, also das Team Deutschland Achter rausnimmt, muss auf jeden Fall noch mehr getan werden, weil auf diesem Niveau genauso hart gearbeitet wird wie bei uns. Die müssen sehr, sehr viel selbst finanzieren. Da merkt man schon, dass da viel auch privates Geld noch mal reingesteckt werden muss, um überhaupt an solchen Weltmeisterschaften teilnehmen zu können. Das ist schon, ja, tut mir natürlich schon ein bisschen weh, wenn man das sieht. Einer der schnellsten Männer in Deutschland ist Sven Knipphals. Im Frühjahr sogar noch schneller als 100 Meter Weltmeister Usain Bolt. Er probiert eine ganz neue Art der Förderung. Spenden sammeln im Internet, kurz Crowdfunding. Also ich hatte die Idee schon mal vor 5, 6 Jahren im Studium. Da habe ich das einfach mal einen Artikel gelesen über Crowdfunding im Musikbusiness. Und da war eine Band, die ich nicht kannte, die 1,2 Millionen Dollar zusammengespielt hat, damit sie das Album bauen, also machen können. Und das fand ich schon sehr beeindruckend und dachte mir, ja super, das muss man im Sport machen. Im Fußball herrscht halt absolute Profibedingungen und da ist es halt auch in der dritten und vierten Liga wird deutlich mehr Geld verdient und deutlich mehr Geld investiert als bei uns. Und sag mal, das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen, wie es sich lohnen kann für jemanden, eine Viertliga-Mannschaft zu sponsoren und da halt wirklich viel Geld reinzuschieben im Vergleich zu wirklich Hochleistungssportlern, die bei Olympia teilnehmen. Auf seiner Internetseite bietet er vom T-Shirt bis zum individuellen Training vieles an. Die Nachfrage ist eher schleppend. Im Moment würde ich ganz grob sagen, habe ich 2 Bestellungen im Monat. Ganz unterschiedlich von eben Postkarten, von Autogrammkarten über T-Shirts, über Trainings. Wobei Trainings eigentlich am häufigsten gebucht werden, weil das, glaube ich, das Persönlichste ist. Heute ist einer der wenigen Termine. Mitten in der Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft fährt er die 200 Kilometer von Leipzig bis nach Wolfsburg. Und das für eine Stunde Marathontraining mit den Angestellten eines Hospizes. Ein Hochleistungssportler verdient sein Geld im Breitensport. Einfach eine Menge Idealismus mitbringen und man verdient damit halt schlicht und ergreifend kein Geld. Mittlerweile mache ich nicht mehr Minus, das finde ich schon mal gut und da bin ich im Moment zufrieden. Natürlich wäre es nett, wenn man damit auch ein bisschen Geld verdienen könnte. Denn im Durchschnitt müssen deutsche Spitzensportler von 626 Euro im Monat leben. Ich denke, das wissen wir alle, egal wer wo wie lebt, dass wir damit im unteren Grenzbereich liegen und dass das keine Perspektive sein kann. Andernfalls werden sich Kinder, Jugendliche dauerhaft eben nicht antun, um es mal einfach zu formulieren. Und damit haben wir ja ein ureigenes Problem, nämlich dass schlichtweg nicht genügend Talente in den Sport einsteigen beziehungsweise sich bis an die Weltspitze durchsetzen. Lena Schöneborn ist spätestens seit den Olympischen Spielen in Peking 2008 in der Weltspitze angekommen. Lena Schöneborn holt den Olympiasieg. Die Weltmeisterschaft der modernen Fünfkämpfer diesen Sommer in Berlin. Schwimmen, Reiten, Fechten, Laufen und Schießen. Das Multitalent Lena Schöneborn holt Gold im eigenen Land. Obwohl sie die Beste der Welt ist, bekommt sie dafür 800 Euro im Monat. Athleten im C-Kader bekommen gerade mal 100 Euro Grundförderung. Gerade wenn man es noch nicht ganz, ganz nach oben geschafft hat, sondern auf dem Weg dorthin, da fehlt es oft allein einfach schon an den Mitteln. Wettkämpfe zu besuchen, Trainingslager durchzuführen. Ja, da gibt es, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit, um zu vermitteln, was da wirklich alles hintersteckt. Wie viele Jahre Arbeit, wie viele harte Trainingsstunden in einem so einem kleinen Moment, den jemand am Fernsehen verfolgen kann, letztendlich drinsteckt. Lena Schöneborn ist
Weltmeisterin 2015. Ich denke, es gibt bei uns eben sehr viele Sportler, die Potenzial haben und die einfach aufhören, weil bei ihnen die Förderung fehlt oder weil ihnen auch die Perspektive im Sport fehlt und sie sagen, nee, das Studium jetzt hier ordentlich in einer schnellen Zeit zu schaffen, Ausbildung zu machen, ist mir mehr wert. Schoko Deluxe, Mango Sorbet, Joghurt Sanddorn. 8 Tage nach seinem Weltrekord im vergangenen Dezember überrascht Markus Deibler und schmeißt alles hin. Die Olympiahoffnung will sich lieber um seine Eisdiele in Hamburg-St. Pauli kümmern. Das ewige Kacheln zählen hat den Hamburger mürbe und müde gemacht. Ich einen Becher Blutorange. Es war mein Lebensmittelpunkt bis dahin und eigentlich so lange ich denken kann. Also mit 5 habe ich angefangen mit Schwimmen und mit 10 habe ich schon, ich weiß nicht wie oft, habe ich schon ein paar Mal trainiert. Und ich weiß gar nicht, mit 14, 15 hatte ich meinen ersten Einsatz in der Jugendnationalmannschaft. Und da habe ich dann ja, schon ein bisschen was trainiert. Und ja, das ist dann eben zu Ende der Lebensabschnitt und ein neuer Beginn. Deswegen war es auf jeden Fall eine große Entscheidung, die halt auch komplett den Alltag ändert. Also ich beschäftige mich jetzt einfach mit anderen Sachen als vor einem Jahr noch. Markus Deibler hätte sich einfach mehr Anerkennung und Geld für seine Leistung gewünscht. Also es wird nicht richtig gefördert. Und wenn dann die Medaillen fehlen am Ende, also am Ende vom Olympiazyklus, dann ist es heulen groß. Es ist einfach so, ja, wenn sich niemand Schwimmen anguckt, dann ist da auch kein Geld drin. Und wenn sich jedes Wochenende, weiß ich nicht, 500.000 Leute Fußball angucken, dann steckt da halt auch Geld drin und dann kann den Spielern auch viel Geld gezahlt werden. Die Förderung müsste sich, wie gesagt, einmal entschieden werden, wollen wir den Leistungssport, dann wollen wir uns den leisten. Leistungssport kostet Geld und wenn man eine Medaille haben will am Ende bei den Spielen, dann kann das mal durch Zufall irgendwo passieren, auch wenn man es nicht fördert, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass mehr Medaillen und bessere Leistungen rumkommen, wenn man es eben fördert, mit Geld auch. Vieles in der heutigen Sportlandschaft Deutschlands ist über Jahrzehnte hinweg nicht in irgendeiner Form reformiert oder großartig verändert worden. Ein typisches Beispiel, die Struktur der Olympiastützpunkte ist seit 4, 5 Jahrzehnten unverändert. Auch zahlreiche weitere Förderthemen des Sports sind an der einen oder anderen Stelle nicht angepasst worden. Und deshalb wollen wir jetzt einmal grundsätzlich in die Analyse einsteigen. Doch die Ergebnisse gibt es erst nach Rio. Für Markus Deibler ist das viel zu spät. Also ich bin raus. Ich mach's nicht nochmal. Also da muss früher angesetzt werden. Und so viel kann sich so schnell gar nicht ändern, dass ich da nochmal mitmache. Soldaten auf Medaillenjagd. Die Bundeswehr ist eine Institution, die auf den ersten Blick am besten fördert. Immer gewinnen. Spitzensportler bei der Bundeswehr, der ist erster Linie finanziell erstmal abgesichert. Das ist total gut. Jeder Spitzensportler weiß, er muss sich nicht monatlich um das Gehalt kümmern. Bei der Bundeswehr ist er wirklich sozial abgesichert. Wir bieten an, nebenher zu studieren. Dieses Konzept ist einzigartig. Viele Nationen vergleichen das mit uns auch. Knapp 800 Athleten in Deutschland sind Sportsoldaten. Sie gewinnen mehr als 40% der Olympiamedaillen. Augen aus! Sportfördergruppe, rührt euch! Ein paar Mal im Jahr müssen sie für militärische Übungen in die Kaserne. Sonst sind sie für den Sport freigestellt. Jeder Soldat hat seinen Auftrag, sei es in Afghanistan oder irgendwo anders. Aber der Spitzensportler hat den Auftrag letztendlich für die Bundesregierung Sport zu leisten, Höchstleistungen abzurufen und das Deutschland im Ausland repräsentativ darzustellen. Und das machen die 100%. Das ist der Auftrag und da ist die Bundeswehr ein verlässlicher Superpartner. Aber viele Soldaten lehnen sich in der Bundeswehr zurück und nutzen es nicht, nebenbei auch studieren zu dürfen. Bundeswehr ist keine berufliche Ausbildung. Sie können sich verpflichten, hinterher länger zu bleiben, aber dann haben sie maximal den Rang eines Feldwebels. Die meisten Sportler haben aber Abitur und haben den Wunsch zu studieren.
Nach 12 Jahren wird das sehr schwer. Das heißt, sie haben einen Ausfall von, wenn sie die Förderung maximal ausnutzen, von 12 Jahren. Aber die richtig guten Karrieren sind dann sozusagen schon vergeben. Das ist die große Gefahr für die Spitzensportler. Da ergibt sich eben die schöne Konstellation, dass die Charakterzüge, die Leistungssportler prägen, für den späteren Berufsalltag ausgesprochen positiv sein können. Und auf der anderen Seite wir in vielen Branchen mittlerweile an der Stufe sind, wo händeringend nach großen Talenten gesucht wird, die vielleicht auch ein bisschen anders sind als der durchschnittliche Arbeitnehmer, die auch Risiken eingehen können, kalkulierte Risiken, die auch mitreißen können. Doch das ist bis heute eher die Ausnahme. Eine duale Karriere mit Hochleistungssport ist nur mit einem extrem straffen Zeitplan möglich. Lena Schöneborn hat Glück. Sie hat einen Arbeitgeber gefunden, der akzeptiert, dass sie zwischen März und Anfang September eben nur wenig machen kann. Ich habe meine Semesterferien eben in den Trainingslagern oder auf dem Wettkampf verbracht. Somit fiel mir das schwerer einzuschätzen, was kann ich mit meinem Studium machen, was bietet mir die Wirtschaft mit meinem Marketing-Master. Ich hoffe, dass ich dann einen etwas leichteren Einstieg nach der aktiven Sportkarriere in die nächste Karriere habe. Kira Walkenhorst hat sich etwas Sicherheit aufgebaut. Sie ist Sportsoldatin bei der Bundeswehr und hat eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Laura Ludwig spielt schon seit 15 Jahren und hat einige Sponsorenverträge mitgebracht. Das Duo kann sich mittlerweile sogar ein paar Dinge leisten, die für die meisten außerhalb des Sports eigentlich selbstverständlich sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns Business Class oder First Class Reisen leisten können. Aber es ist so, dass wir wirklich angenehmere Flüge buchen können oder angenehmere Hotels. Oder zum Beispiel auch separate Zimmer halt. Immer mal, wir reisen nun mal 200 bis 300 Tage zusammen im Jahr und da braucht man auch mal Abstand. Und da haben wir jetzt auch mal so das, den Luxus, den gönnen wir uns, dass wir dann auch mal ein Zimmer extra haben für uns. Das nächste Turnier steht auch schon an. Unterwegs. Alter, 14 Stunden, 2.000 Euro. Aber wieso nur 14 Stunden unterwegs? Ihre Reisen müssen sie weiterhin selber organisieren und zahlen. Das Ganze noch zwischen den Trainingseinheiten. Wenn wir jetzt mal die 2 Wochen nehmen, wo wir Japan gewonnen haben und danach die EM in Klagenfurt gewonnen haben, da sind wir hintereinander, haben wir 2 Wochen hintereinander gespielt auf 2 verschiedenen Kontinenten. Und das ist einfach Horror pur im Endeffekt. Also wir hatten einen Tag zum Reisen und sind gerade so zum Meeting angekommen. Für das nächste Turnier bei der Europameisterschaft, 3-4 Tage danach, habe ich erstmal gebraucht, um wieder klar denken zu können, weil das einfach 2 Wochen pure Anstrengung war. Doch der Aufwand und ein besseres Hotelzimmer zahlen sich aus. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst werden Anfang August zum ersten Mal Europameisterinnen. Die Sporthilfe orientiert sich eben gerade nicht daran, wie viel Gelder ein Athlet aus dem Verein von seinem Mäzen, vom Sponsor bekommt. Bei uns gibt es einen Grundsatz, das ist die Leistung. Die Leistung ist zusammenzusetzen aus der erbrachten Leistung und der Leistungsperspektive. Das ist das alleinige Kriterium für die Förderung. Der Druck auf die Sportler ist immens. Ein potenzieller Olympiakandidat bekommt im Jahr vor Rio 1.500 Euro im Monat extra. Aber Geld garantiert keine Goldmedaillen. Der Deutschlandachter verliert gegen Großbritannien. Dort wird deutlich besser gefördert. Paradebeispiel in den letzten Jahren ist natürlich England, die ein Lotteriesystem aufgebaut haben und da natürlich extrem viel Geld darüber dann auch neu in den Sport generiert haben. Die Fördersumme Großbritanniens ist ungefähr das Dreifache von dem, was wir als Deutscher Ruderverband haben. Nachdem Großbritannien 1996 in Atlanta nur Platz 36 im Medaillenspiegel belegt, stellt es einfach seine Förderung um. 2012 regnet es dann im eigenen Land die Goldmedaillen. Platz 3 im Medaillenspiegel. Also selbstverständlich beschäftigen wir uns auch mit erfolgreichen Nationen
außerhalb der deutschen Grenzen, wobei ich da jeweils warne und sage, es ist sicher richtig und wichtig, die Erkenntnisse einzubeziehen. Aber ich denke, wir dürfen niemals dazu kommen, dass wir irgendwelche Systeme kopieren oder einfach mal übernehmen. Weil Sportfunktionäre bisher wenig Konkretes bewegen, greifen die Sportler selbst ein. Diskus-Olympiasieger Robert Harting gründet eine eigene Sportlotterie. Wir haben 6 bis 7 Stunden Training am Tag, machen 2 Stunden Bildung, beziehungsweise können gar nicht arbeiten gehen. Wir sind ganz extrem angewiesen auf staatliche Förderprogramme wie Bundeswehr, Bundespolizei, etc., damit überhaupt der Kühlschrank voll ist, damit man sich überhaupt ernähren kann. Da reden wir noch nicht von international gleichwertigen Bedingungen, beziehungsweise reden wir noch nicht von der Fähigkeit, einfach international olympische Medaillen gewinnen zu können, weil das ist das Ziel. Anfang dieses Jahres geht sie an den Start. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Sportlotterie Medaillen bringen wird. Doch nur 20.000 spielen online mit. Deshalb übernimmt der Lotto-Toto-Block die Sportlotterie. Wir nähern uns an. Die Marathonvorbereitung in Wolfsburg ist vorbei. Nach einer knappen Stunde ist Sven Knipphals wieder auf dem Rückweg. Heute haben wir eben Training gegeben. Dafür musste ich jetzt extra nach Wolfsburg. Aus Leipzig nach Wolfsburg fahren und ich muss jetzt heute Abend wieder zurück. Also es ist nicht wirklich ganz optimal. Über Crowdfunding hat er bislang wenig verdient. Sein Spendenaufruf hat sich aber gelohnt. Und was vor allem einfach brillant war, dass ich dadurch über eine riesige Medienresonanz bekommen habe, über die ich dann auch einfach 2 Sponsoren jetzt gefunden habe, die mich dann auch finanziell deutlich absichern. Aber was bringen Sponsoren, wenn man am Ende Pech hat und die Leistung nicht bringt? Deutsche Leichtathletikmeisterschaft Ende Juli. Start ist okay, aber nicht besonders gut bei Knipphals. Emilisi, der Mann aus Köln, ist vorne. Knipphals hat Schwierigkeiten, da hinterher zu kommen. Kein guter Lauf von Sven Knipphals. Er scheidet schon im Vorlauf aus. Und das vor leeren Rängen. Die Leichtathletik hat wie andere olympische Sportarten ein Sponsoring- und Zuschauerproblem. Im Gegensatz zu König Fußball. Wir wissen alle, Fußball ist Volkssport. Alle 4 Jahre sind Weltmeisterschaften. Wir sind insgesamt jetzt zum 4. Mal Weltmeister geworden. Das geht ein in die Annalen der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist was anderes als jetzt, was weiß ich, die 15. Goldmedaille im Rodeln oder im Schießen oder in einer anderen Sportart, die natürlich hohe Kenntnisse und Qualifikationen erforderlich macht. Das ist ja nicht, um diese Sportarten runterzumachen. Aber eine Rodel-Goldmedaille ist nicht etwas, was die Leute zu Autokorsi in der Nacht bewegen würde, beispielsweise. In den letzten 20 Jahren hat sich die deutsche Medaillenausbeute bei Olympischen Spielen halbiert. Wir alle sind unzufrieden mit dem Verhältnis zwischen eingesetztem Geld und den Erfolgen. Deswegen gibt es schon einen berechtigten Anspruch auch des Steuerzahlers, dass jedenfalls das Geld gut ausgegeben wird. Und da ist nun mal eine Währung im Spitzensport eine Medaille. Da kann man drum herum reden, wie man will. Alle ärgern sich über Medaillenwertungen und sagen, wir sollen nicht so national denken und so. Und unsere Zuschauer mögen sich mal fragen, ob sie nicht am Ende der Olympischen Spiele doch auf den Medaillenspiegel gucken. Politik, Sponsoren, Medien und Zuschauer fordern Medaillen. Aber solange sich die Förderung für Sportler nicht verbessert, werden immer weniger Talente dazu bereit sein, alles für ihren Sport zu opfern.